Was zur Hölle ist das? Wieso fahren die KI alle besser als wir? Hey Leute und herzlich willkommen nach einer Pause und gefühlt nach einer Ewigkeit. Das heißt, wir hatten eine Woche Pause leider. Das kann euch der Bruno nachher erzählen, warum. Ja. Aber wir spielen wieder Formel 1 2017, dieses Mal in Monaco. Ja, der Bruno ist auch dabei. Piu, 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 Freunde, was geht wieder back am Stadion zu Formel 1? Ich freue mich nicht auf Monaco, aber gut, das weiß man ja schon aus dem letzten Part. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt auf jeden Fall da rein und guckt auch beim Battle Mario vorbei. Würde mich sehr freuen. Sehr freuen, ja, sehr freuen. Ja, wer was, also sagen wir mal so, wer was im Rennen sehen will, sollte bei mir vorbei. Ja, das ist schon richtig, ja. Ja. So. Und entschuldigt uns, wir sind beide ein bisschen angeschlagen vom körperlichen. Wir sind nicht beide komplett fit, aber ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Ja. Oh, wir fahren hier in die Richtung. Ach, also, du Scheiße, nee. Oh, Junge. Boah, kam die gelbe Linie aber schnell. Hui, 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 hui. We driving? So. Oh, oh, shit. Eine Runde Reifen aufwärmen. Alter, Monaco ist so eine kranke Map ohne Mist. Das ist doch voll Map, das ist eine Rennstrecke. Ja, ist mir doch scheißegal, Alter. Wir spielen hier kein Fortnite oder irgendwas anderes. Wir spielen kein Ballerspiel gerade. Schade. Auch wenn du es, glaube ich, gern machen würdest. Nein, du musst ja auch keinen rausschießen, glaub mir. Das Ziel ist, dass alle über die Ziellinie kommen. Okay. I've got it. Und vor allem wir beide. Ja. Oh, fuck it. Oh mein Gott, ich hätte mich beinahe selbst rausgeschossen. LOL. Ey, ich hasse diese Mauer da, diese Kurve nach dem Tunnel. Die ist so scheiße schwer zu nehmen. Oh, ich hasse sie. Die ist einfach nur... Fies. Oh. Wer ist denn da hinter mir? Shit. Ich nicht. Ich hab's mega verkackt, Alter. So wie immer? Ja, so wie immer. Oh, das erstmal nicht gegen diese Mauer geknallt. Super. Dazu müssen wir sagen, wir haben beide gerade eben schon ein bisschen trainiert, aber war auch nicht ganz viel. Ganz bisschen. Und wir sind irgendwo immer gegen geknallt und werden, glaube ich, nach der zweiten oder dritten Runde rausgeflogen. Ja. LOL, ich lagge. Oh mein Gott. Manchmal frage ich mich echt, was mit meinem PC los ist. So, weil manchmal habe ich so Ultra-Lags und die meiste Zeit aber... komplett flüssig, 150 FPS. Ich habe gerade auch hier so ein paar Haken, aber auch nur in den Kurven. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das an den Servern liegt, am Internet oder was auch immer. Ja, an deinem Internet solltest du hoffentlich jetzt nicht mehr liegen. Aber wenn dann am Server. Ja, ich habe ja auch Haken. Also ich vermute, das liegt am Server. Fuck, ich habe vergessen, den Sprit ein bisschen mehr zu tanken. Egal. Wir ballern das jetzt hier durch. Ist so jetzt erst nur qualifying. Ja, ich weiß. Pascal, 1,19! Sag mal, sind die denn alle verrückt hier? Ja, 1,19 ist eine einigermaßen angemessene Zeit. Obwohl, doch. Hä, wo ist denn die Ziellinie? Ich glaube, der Streckenrekord liegt hier bei... Oh mein Gott, wie knapp das war. 200 oder so. Oh, ich verdammt. Bestzeit, immerhin. Sechster. Ich fahr viel zu vorsichtig. Ja, ich will aber auch nicht zu hart fahren. Ja, ich auch nicht, aber ich fahr zu vorsichtig. Ich war irgendwie 900 hinter dir. Ja, genau, Valtteri Bottas. Der war ja fast eine Sekunde schneller als du. Was? Und die KIs sind schon auf fucking leicht. Ich hab sie auch runtergestellt von 40 auf 30 extra wieder drin, weil ja, unglaublich. Klar, WTF is going on! Oh mein, oh shit, gelber Frontflügel. Help me. Doch, aber es ist möglich, ich fahre gerade eine Sekunde raus, habe ich. Ja, tatsächlich, ich auch. Aber dafür habe ich schon Frontflügel
ist schon draufgegangen bei mir. Na, bei mir noch nicht. Nein. Ach komm, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich fahr jetzt in die Box, juckt mich nicht. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Okay, hier ist... Das kann nicht sein, ich war auf so einem guten Kurs. Besser, du kommst bald möglichst... Komm schon, ich steh schon in der Box und der Boxensprecher labert noch so zu mir. Ja, komm möglichst schnell an die Box. Dritter. Hab ich vor dich gesetzt. Was? Ich bin schon so weit hinten. Bis Vierter. Ach Mann, Alter, ich hab keinen Bock. Ja, vor uns sind die beiden Silberpfeile. Ja, oh, verdammt, ja, okay, das war klar. Die können die Strecke auch echt gut fahren. Eigentlich nicht. Die sind ja... Deren Autos sind für Speed ausgelegt. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich was falsch sage, aber ich glaube, ja, glaub eher für Speed bekommen, also für Beschleunigung. Fertig, bereit. Ja, aber es bringt denen die Kurven hier nicht. Naja, aber rausbeschleunigen und so. Und es kann ja, okay, sehr viel ausmachen auf der Strecke. Oh, wir rutschen immer weiter nach hinten. Hülkenberg hat uns jetzt überholt. Oh Mann, Alter, ich hab keinen Bock. Ich will das einfach nicht. Beste 1,19 und ich dachte, da bin ich schon gut mit. Ich bin jetzt, glaube ich, 1,18 gefahren. 1,18, 8,9, also 1,18,9. Oh Mann! Boxenausfahrt und directly gegen die Wand. Aua! Oh, ich seh dich, hallo, ich leiche hier gerade ohne Benzin rum. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Oh Mann, das wird ein spaßiges Rennen, habe ich so das Gefühl. Glaube ich auch. Mit der Kurve bin ich mir nicht ganz sicher hier. Ich bin ein fairer Fahrer und das ist alles sehr fair vorbei, hoffentlich. Alter, ich bin ja echt nur noch Fünfter. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ich glaube, ich fahre jetzt rein und mache dann erstmal eine Pause. Ja, du kannst es dir leisten, ne? Nein, kann ich nicht. Also... Ja, mit dem vierten Platz kannst du eigentlich zufrieden sein auf der Strecke. Ich will in die erste Startreihe. Was? Und das schaffst du auch voll, ne? Das schaff ja nicht mal ich. Ich hab sonst immer Glück gehabt hier. Ich bin gerade auf C6 zurückgefallen. Was? Siebter? Was? Was zur Hölle ist das? Wieso fahren die KI alle besser als wir? Ich glaube, wir fahren zu vorsichtig. Das kann echt sein, aber wenn ich schneller fahre, oder es zumindest versuche, dann knall ich irgendwann gegen die Wand, ich schwör's. Hey, du bist Siebter. Ja, und das ist einfach nur scheiße. Ja, ich kann mir nichts ändern, ist halt so. Na, gib mir mal ein Reifen-Setup. Zeig mal her. Du Affe. Ich überleg gerade. Komm, gib doch Gas! Oh mein Gott, wenn ich das jetzt durchziehe. Ich hab doch Reifen zertifiziert, das war. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ich weiß, wo meine beste Runde ist, wo Witzbold. Einmal will ich noch raus. Wenn wir jetzt gleich noch Regen haben, oh mein dann Gott, dann hab ich keinen Bock mehr. Ja, ich dann auch hab nicht. Ich keinen Bock mehr. So, ich krieg jetzt eine leere Strecke vorgesetzt, das ist ganz angenehm. Oh nee, fahr weg, geh weg, weg mit dir. Oh, Neon, weg. Erster! What? Eine 1,16er Zeit! Jawohl! Junge, ich bin aber so riskant gefahren und es hat einfach geklappt. Ich riskier's jetzt einfach, mir ist scheißegal. Ob ich jetzt rausfliege oder nicht, ist mir sowas. Was? P8? Nein! Okay, ich muss echt nur. Gut, dass ich nochmal rausgefahren bin. Mit neuen Reifen. Oh. Was haben die anderen für Zeiten? 1,18, 1,17? 1,18er Zeiten alle. Na gut, dann bin ich ja weit vor dir. Fährst du auch so im Rennen oder? Im Rennen werde ich definitiv ein bisschen langsamer fahren. Definitiv. Ja, als Erster da wegzufahren, das ist schon gut.
Ja, das ist echt gut, aber es kann halt wirklich noch sein, weil die Zeit doch zu schlagen ist, weil ich nach dem Tunnel ein bisschen zu... Von der KI ist sie nicht mehr zu schlagen. Ja, von der KI nicht mehr, aber von dir. Nee, auch nicht mehr. Glaube ich nicht. Ich komme vielleicht noch ein Stück vor, aber ich komme nicht mehr nicht ran. Das ist zu viel. Das sind 2 Sekunden, die ich ja nicht rankommen muss. Ja, ich hatte auch mega Glück da, weil nach dem Tunnel habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du es eigentlich verkackt, weil ich da nochmal eine halbe Sekunde oder so verloren habe. Mega dumm, aber ja, passt schon. Ich habe auch nie DRS mitgenommen, ich Vollidiot. Nie. Jawohl, roter Frontflügel. Rosa? Rot. Rot, ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe einen dunkelgrünen. Ja, das kann ich vergessen, ich starte von P8. Schade. Ja, dann ist es halt so. Tut mir leid. Ja, ich würde sagen, das Rennen ist für mich dann gelaufen. Alles. Weil du kannst sie nicht überholen. Ja, genau. Hä? Geil! Mal ich habe gerade meinen Frontflügel repariert. Jetzt gibt unsere beste Runde. Was? Wie denn? Weiß ich nicht. So, let's have a little look. Jetzt habe ich den, der rot-weiß jetzt grün und der andere ist gelb. Mhm. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber... Das geil, ist, oder? Das ist mysterious, muss ich wirklich sagen. Ah, jetzt sind beide grün! Was? Hey, wie machst du das? Er benutzt Hacks. Ich weiß es nicht. Das ist geil, ich liebe das. Du kleiner Hacker, du. Ich kann jetzt noch eine Runde fahren. Ich muss nur einmal durchschalten, dann kann ich das. Hä, aber wie? Weiß ich nicht, das ist geil. Tschüss. What? Okay. Der Problem war sie. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ist nicht schlimm, ich auch nicht, aber egal. Glaub mir, ich hacke nicht mehr, will ich nicht sagen. Ja, ja, ja. Oh, und jetzt kommt er noch mit, ich hacke ja gar nicht. Wow. Ah, verdammt, das hat Zeit gekostet. Ja. Oh, gelbe Frontflügel. Ja, ich kann es vergessen. Ich bin auf Position 1. Auf meinem Hass-Circuit. Auf meinem Hass-Circuit. Junge! Buh! Oh, jetzt doch, ich krieg nochmal richtig gut Zeit. 2,5 Sekunden plus. Oh, verdammt. Nee, jetzt kannst du es vergessen. Beide rot. Beide rot. Also, ich hätte gerne. Wo ist er? Das Bett. Ja, ich habe Black Screen, dankeschön. Nein, das Spiel ist nicht abgeschmiert, aber ich sehe halt nicht zuschauen. Ich kann nicht zuschauen. Ja. Aber nice, dass ich das geschafft habe. Oh mein Gott. Okay, liebe Freunde. 16. Wieso bin ich 16? Was? Hä? Was? Warum bin ich 16? Ja, gut. Es vor allem, ich wurde halt von niemandem überholt. Komisch. Ja, geil, also. Anscheinend hack ich doch nicht und Proneon hackt, er hat mich nach hinten. Ja, jetzt hack ich, ne? Ja, ist ein bisschen. Ah, ja, okay. Ja, ist halt so. Ich würde sagen, das war's. Schaut morgen wieder vorbei. Oh, der Proneon hat über eine Sekunde Abstand. Okay. Schaut morgen wieder vorbei. Ich finde, es wird ziemlich sicher ein spannendes Rennen. Jawohl. Bis morgen. Und jetzt lasse ich den Proneon das letzte Wort. Haut's rein, macht's gut und ciao!